Moinsens, liebe Leute. Willkommen zu einer kleinen Folge von Infinite Crisis. Denn ich wurde in die Beta eingeladen. Das ist natürlich eine super Aktion. Ich habe sogar noch einen Einladungskey für einen Freund erhalten. Wie das allerdings genau funktioniert, werden wir später noch klären. Also ich und mein Kollege halt, ne? Ja, ich bin hier noch in den Settings drin, hab mal alles eingestellt. Wir spielen natürlich alles auf Ultra High. Es sollte kein Problem sein bei diesem Spiel. Generell bei diesen Spielarten. Wer es noch nicht kennt, es ist wie gesagt noch in der Closed Beta. Es hat, es ist im Prinzip Dominion von League of Legends. Nur mit lauter DC-Comic-Helden oder Schurken. Also wir haben hier Green Lantern, wir haben Flash, Batman, Catwoman, alles solche Champions halt oder halt Schurken, wie man sie sehen möchte. So, wir sind hier nämlich auch noch im Menü, da zeige ich mal eben, da haben wir den Home-Button, Home-Screen, gibt es einfach Play-Game und da kann man auch direkt irgendein Problem reporten. Dann haben wir den Store, der lädt immer einen kleinen Moment. Sehr viele Champions gibt es in der Beta noch nicht. Man kann aber schon ein paar freischalten, man kann auch ein paar passive oder eher gesagt sowas wie bei League of Legends Flash oder Ignite kann man hier auch schon freischalten, man kann sie sogar kaufen, dass man solche Sachen von anderen Champions hat. So, hier ist der Shop. Also ihr seht, ein paar Champions sind schon zur Verfügung, gibt auch schon Sales, 50% Rabatt und sowas. Customs, gibt Bundles, Stolen Powers, das ist das, was ich gerade erzählt habe. Da gehe ich mal eben drauf. So, da seht ihr es, da kann man dann, das sind im Prinzip, wie gesagt, solche Sachen wie Ignite, Flash, Exhaust und sowas. Und da hat man dann zum Beispiel kurze Zeit, das ist so eine Art Ghost, hat man einfach Flash seinen Movement Speed oder die Kraft von Catwoman und kann mit Autos werfen, die da auf der Map rumliegen. Oder kurze Zeit unverwundbar, was gibt's noch, ein Teleport, ein Meteorschauer, ja, solche Sachen eben. Dann gibt es natürlich ganz normal das Profil. Ich habe schon eine Runde eben gespielt, um es mir einfach mal anzugucken. Dann haben wir die Settings, Help und Exit. Und das hier sind so eine Art Reward Points. Also Points, die man, ich schätze mal, mit Geld kaufen kann. Ich hatte am Anfang schon 3000 zur Verfügung. Hat wahrscheinlich jeder, der in der Beta startet. Und hiervon hat man 9000. Das sind ganz normale XP-Punkte, die man pro Spiel erhält. Da habe ich mir jetzt auch schon einen Champion gekauft. Zwei Stück habe ich mir gekauft und zwar Flash und Green Lantern. Und dann würde ich sagen, suchen wir mal eine Runde. Hier gibt es auch seit heute eine neue Map. Das ist, die funktioniert allerdings irgendwie noch nicht. Ich habe schon vorhin gesucht, hat 5 Minuten gesucht, dann hatte ich keinen Bock mehr. Und da seht ihr es, das ist im Prinzip genauso wie Dominion. Hier sind 5 Tower, die eingenommen werden müssen. In der Mitte gibt es ein bisschen Action und hier ein paar Heal-Dinger und so weiter. Und dann starten wir einfach mal ein Solo-Game. Also, ich solo gegen andere aus Internet und so weiter. Ja, ihr habt richtig gehört. So, und ich muss sagen, nach der ersten Runde, es war echt schon... Es war ein bisschen lahm am Anfang, weil einfach am Anfang ist nicht so viel Action wie in League of Legends oder in Dota. Aber das kommt, sobald man seine ganzen Skills hat. Und ich hatte im letzten Spiel wirklich einen geilen Teamfight, wo dann wirklich 4 versus 5 aufeinander sind. Und ich meine, war jetzt nicht fair, aber es sah echt fett aus. Also so effektemäßig und so gefällt es mir schon sehr gut. Grafisch ist es ein bisschen, ja, also es sieht auf jeden Fall besser aus als LOL. Das liegt aber daran, dass LOL einfach bunt ist. Das hier ist eher fotorealistisch gehalten, von den Farben her und so. Also es sieht realer aus, von der Spielwelt her. Am besten sieht aber immer noch Dota aus. Da muss ich Dota loben. Macht mir auch momentan am meisten Spaß von diesen 3 MOBA-Games. Deswegen kommen auch gerade nicht so viele LOL-Videos. Ich habe einfach gerade überhaupt keine Lust. Ich weiß nicht. LOL ist gerade so ein bisschen... Dota ist mir gerade einfach lieber. Aber es kommen natürlich trotzdem weiterhin LOL-Videos. Ich mache die nächsten Tage auf jeden Fall eins. Und da hat er schon ein Game gefunden. So, einer fehlt noch. Komm, hopp, hopp, hopp. Ich will Champion auswählen. Green Lantern, ich komme. Na? 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 Search successful. Ah, alles klar. So, join, join, join. Komm schon, komm schon. Wenn es der gleiche ist wie der eben, ne? Da gibt's Ärger. Der wird geprügelt. Jawohl. Nein, ich nehme Flash. The fastest man alive.
Flash oder Green Lantern? Wen soll ich... Ah, okay, Green Lantern ist schon gepickt. Was haben wir denn da ins Passiv? So, ich bin jetzt, wie gesagt, nicht so bewandt in Englisch. Da komme ich dann im Spiel nochmal kurz drauf zu. Ich mache jetzt einfach mal ready. Fastest man alive, ready to go. Fastest man alive, ready to go. So. Launch in 10 seconds. Launch in 5 seconds. Ah, ja. So, da haben wir den Ladebildschirm. Oh, Doomsday. Sehr geil. Shazam ist auch dabei. Und den Gaslight Joker. Und Nightmare Batman, jawohl. Ah, die haben wahrscheinlich alle schon ein höheres Level. Ich werde wahrscheinlich so verkacken, ey. Das geht gar nicht. Ah, diesen scheiß Bug hatte ich eben schon mal. Moment. So, Leute, da bin ich wieder. Es hat leider... der Ping scheint auch nicht so toll zu sein. So, es hatte leider einen kleinen Grafikbug. Ich musste das Spiel neu starten und so wie es aussieht, ist das DirectX 11 dran schuld. Allerdings nicht an der Karte, sondern es liegt auf jeden Fall an den... Ja, super, wir sind natürlich alle AFK hier, war ja klar. So, da seht ihr schon mal ein bisschen Action hier. Haut rein, Leute, wo bin ich denn überhaupt? Was mache ich denn hier? Kann ja wohl nicht sein. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin und was ich mache. So, was haben wir denn da? D und F. In a flash. Da haben wir ihn geholt. Jawohl. Da ist er unsichtbar. Jawohl, Alter. Gerade so haben wir uns noch weggeholt. So, ihr habt gesehen, meine Kuh ist im Prinzip einfach das hier. Ich flash nach vorne und mache den Gegnern Schaden. Was haben wir denn da noch? The Flash Attacks Maximum Attack Speed. 3 Attacken pro Sekunde. 4 Attacks. Or 4 Attacks. Alter, ich schnall's gerade überhaupt nicht. okay, da kriege ich Rüstung und sowas. Und da kriege ich Attack Speed. Alles klar, gut. Es gibt übrigens ein Autokaufsystem. Ich weiß nicht, wie man das umstellt. Das muss ich nochmal suchen. Das kann ich jetzt noch nicht machen. So, ja, bei uns ist, wie gesagt, der Green Lantern ist AFK. Das ist natürlich sehr toll. Nein, nicht so wirklich, aber... Haha, kassiert! Autsch! Da sind wir entkommen, Alter, wie geil! So, jetzt habe ich auch Ulti. Kann ich euch gleich zeigen, was meine Ulti macht. Ups. Ah, ich will immer wieder wegdrücken, aus Versehen. So, wo sind die denn hier alle? Die machen da Action ohne Ende. Das ist meine Ulti. Bam! Komm, hol ihn dir. Jawoll. Bam. Also es macht schon Spaß, wie gesagt. Aber es ist halt ein bisschen, es ist halt doch nicht LOL, ne? Ah, jetzt bin ich tot. Hat er mich gekillt. Nee, killed by Chi-Chi. Wer Chi-Chi nicht kennt, Dragon Ball. Frau von Son Goku, Chi-Chi bedeutet Titten. Ja, ich weiß nicht, wieso die sie so nennen, aber es bedeutet Titten. Wir werden nie erfahren, warum.
So. So, Mr. Jordan, are you ready? Und weiter geht's. Gehen wir mal direkt wieder. Wir werden auf jeden Fall verlieren. Das kann ich halt jetzt nicht ändern. Bei uns ist einer AFK, das ist schade. Aber ich wollte euch eigentlich auch nur mal schnell so ein bisschen vorschautechnisch zeigen und ja. Oh, was rennen die denn alle so toll da durch die Gegend? Ja, hier wird nicht weggerannt. So, der Tower schießt also so lange auf jemanden, wie da noch ein Gegner drin ist. So, den wollte ich jetzt nicht stehlen, ich wollte nur dafür sorgen, dass er ihn kriegt. Und wir haben hier ein bisschen Lowlife, ich hole mir mal das Leben dort. Und ich habe gleich wieder Ulti, das heißt, wir gehen dann einfach mal voll rein. Wo sind denn ein paar Gegner? Da oben. Was macht die denn da? Ich gehe mal hier runter und nehme mal den Tower ein. Obwohl das jetzt überhaupt nichts mehr bringt, aber... Ja, super. Green Lantern ist halt ein Bob, ne? Echt toll. Oder? Können wir das echt noch hauen? Alter, wir hauen das echt noch. Fastest man alive comes through. Ja, ist schön für ihn. So. Faster, better, stronger. Weg mit den Minions. Creeps oder wie auch immer man sie nennen möchte. Alter, da können wir das echt noch gewinnen, das glaube ich eigentlich. Aber ich glaube, ich gehe mal lieber hier hoch und helfe. Was ist denn das für ein Ding? Geh weg. Ich will dich nicht sehen. Geh weg von mir. Okay. Damit hat wohl niemand gerechnet. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Boah, da habe ich gerade so überlebt, ey. Wie geil. Heilige Scheiße. So, kaufen. Kaufen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was man am besten kauft. Man hat halt so ein vorgegebenes Programm da. Ja. Gib ihm! Gib ihm, es ist nur Joker! Ja, jetzt verreck halt! Ich bin eh schneller! Ich bin Flash! Ich bin der fastest man alive! Ja, ich weiß, dass ich den heftig finde. Yep. Ah, da bin ich dumm wieder reingerannt, ey. Scheiße. Ja, wir haben verloren, weil wir so ein tolles Team haben. Wo sind denn die Punkte eigentlich? 8 Punkte haben wir noch. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und das war's. Ally Control Point neutralized. Da haben wir verloren. Oder? Right. Ja. Das Game ist verloren. Aber ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, was es für ein Spiel ist. Es ist, wie gesagt, es ist genau dasselbe wie Dominion. So, jetzt kann man hier noch ein bisschen bewerten, wie das Spiel war. Das war ganz in Ordnung, aber ich bewerte da nichts. Hier haben wir nochmal die Statistiken von allen. Ich war natürlich aus meinem Team der Beste, ist ja klar. Zerstörung. Genau, man kriegt also auch Geld für Zerstörung irgendwie. Ja. Und das nächste Mal zeige ich euch einen anderen Champion. Mal schauen, wann ich demnächst nochmal spiele. Also, haut mal rein, Leute. Ich hoffe, euch hat das kleine Testvideo gefallen. Bis demnächst. Haut rein.